Dann lassen wir sie die Barriere wieder aufheben. Wo ist das Problem? Sie sind tot. Duhan hat sich damit gebrüstet, dass sich der Tempel jetzt in den Händen der Belia-Kultisten befindet. Sie halten diese Dämonenfrau namens Xesha für eine Dienerin ihres dunklen Gottes. Wenn Xesha ihre Schergen in den Innos-Tempel schickt, muss sie hinter dem Amulett her sein. Wahrscheinlich versuchen sie gerade, die Barriere zu knacken. Das wäre theoretisch möglich. Merdarion, Ningal und ich dürften die Barriere mit vereinten Kräften ebenfalls bannen können. Wo sind Merdarion und Ningal? Merdarion ist bereits im Tempeldistrikt. Ningal wollte zu ihm gehen, sobald er das Armenviertel gesichert hat. Am besten redest du mit Daranes. Sie wollten sich mit ihm absprechen. Ningal ist ein Großmaul. Ich habe das Armenviertel gesichert. Das erklärt einiges. Lass uns gehen, Milton. Ich muss noch die nötigen Komponenten vorbereiten. Und mit dem König reden. Geh vor, ich komme nach. Daranes müsste noch in Diegos Anwesen sein. Oder er ist schon in der Kanalisation unter dem Tempeldistrikt. Er wollte sie nämlich inspizieren. Bevor ich vom Hof hier verbannt wurde, habe ich einen Teleporterkreis geschaffen, der die Festung mit Diegos Anwesen verbindet. Nutze ihn, dann sparst du Zeit. Gut, okay. Okay. Eine Neuaufnahme und, ja, wir haben es gehört. Wo ging es denn mal runter? Hier, Entschuldigung. Habt ihr gerade den Weg nach unten nicht gefunden? Egal. Okay. Dann benutzen wir den Kreis doch mal. Ist doch der hier, oder? Ich glaube schon. Zielteleporter muss zuerst aktiviert werden. Was? Ach, keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen. Scheiß drauf. Hey. Ach, hier, unter mir ist die Kanalisation. Oh. Ist ja scheiße. Soll ich den ganzen Weg zurücklaufen, oder was? Niemand, da war da irgendwie eine Kanalisation. Halt die Fresse, du Bob. Wo war das denn nochmal? Oh, jetzt hab ich mich echt verlaufen hier, oder was? Sie kommen. Der Schierling. Wo ist der Schierling? Was für ein Schierling? Wovon redest du, komische Frau? Leute, wo sind wir denn? Hier ist irgendwie ganz doof. Das finde ich irgendwie ganz dumm. Das hier kann ich nicht aktivieren, richtig? Was zur... Warum? Was habt ihr... Was soll das? Komm ich nicht mehr weg. Das ist mein Ernst. Ich komme nicht mehr weg. Wenn du noch lebst, die Tür ist zugenagelt. Versuch den Markt. Oder ist hier die Kanalisation gewesen? Ich kann es euch gerade nicht sagen. Ich laufe jetzt einfach mal hier irgendwo lang. In der Hoffnung auch irgendwo anzukommen, aber... Obwohl doch, das scheint sogar richtig zu sein. Aber da ist eine Kiste, die ich übersehen habe. Wow. Ach du Scheiße, Moment. Okay, fertig. Naja. Gut. Naja. Immerhin, weiter geht's. Und da ist auch schon jemand. Und das ist... Ah, was ja, daran ist.
Hallo, mein Freund. Ist alles in Ordnung? Diego und Milton sind beim König. Ich muss dringend wissen, was im Innos-Tempel los ist. Vor einiger Zeit wurde dort ein magischer Kampf ausgetragen. Jetzt ist der Tempel durch eine Barriere von der Außenwelt abgeschnitten. Wo sind Ningal und Merdarion? Merdarion hat von einem vergessenen Eingang zu den Katakomben erfahren, die unter dem Tempel liegen. Er wollte ihn gegen die Untoten sichern. Ningal ist vor kurzem hier durch. Soll ich dir aufmachen? Unbedingt. Ist ja nett und schön von dir, aber ich will da noch gar nicht durch. Denn ich möchte gerne erst hoch, weil ich hoffe, da irgendeinen Händler zu finden. Also bei Diegos Anwesen, da hoffe ich, irgendwo einen Händler zu finden. Ich weiß nur noch nicht, wo. Hier vielleicht? Aber ich brauche doch nur einen Händler jetzt hier. Oh, eine Truhe, schön. Ein paar Pfeile kann ich immer gut gebrauchen, aber das ist nicht das, was ich mir erhoffe hier. Hey! Weißt du, wer bist du? Ach, Chibi. Ich habe Diego und Milton gefunden. Uff. Wusste ich's doch, dass sie nicht mehr im Hafen sind. Gut. Ja, haben wir nichts zu erzählen? Gut. Ich will was verkaufen. Wer ist Marie? Mary, wie auch immer. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Oh, oh, ho, ho, ho. Genau das, was ich will, danke sehr. Jagdpfeile, Kriegspfeile, das ist Schwachsinn, dass die weniger kosten als die... Das ist so ein Schwachsinn, egal. Eine verkaufe ich davon, von den erzgeschmiedeten Flammebarten. Die andere behalte ich mal vorzugsweise. Was war das hier? Scheiß drauf. Alles verkaufen. Ich brauche das ganze Zeug nicht. Ich brauche lieber Gold. Dum, 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 dum. Was haben wir denn hier? Fernkampfwaffen. Dum, 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 dum. Lauter lustige Sachen, aber die ganzen Sachen verkaufen wir, ne? Genau, was kommt denn noch? Ausrüstung, ja. Kann ich auch so ziemlich alles verkaufen, weil halt, das Schild habe ich an, okay. Ja, ich kann so ziemlich alles verkaufen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Spiel wieder Geld. Also wirklich das erste Mal irgendwie richtig Geld. Was war das? Brauchen wir auch nicht. Genau. Also, finde ich sehr gut, dass wir erstmal irgendwie Geld haben. Ja, ich verkaufe das einfach alles. Leute, es ist scheißegal jetzt irgendwie auch. Also irgendwie... So, was ist hier? Gold. 1000 Gold, ja. Ja. Die Innos-Statuen, klar. Alles weg. Keine Ahnung, was ich alles verkaufen kann, was ich gerade nicht verkaufen sollte. Ich weiß es nicht so, aber... Was habe ich schon hier? Was habe ich hier eigentlich? Ich habe ganz viele komische... Sorry, ich bin gerade wieder ein bisschen... egal. Egal. So, die, davon kaufe ich wieder. 999 Stück. Hä? Was zur Hölle? Moment mal eben.
Habe ich jetzt die Pfeile gekauft oder? Doch, habe ich. Kriegspfeile. Moment, trotzdem möchte ich noch mit dir reden. Ich will immer mit dir handeln hier. So, mal schauen, was hast du denn noch? Ja, hier sind die Heiltränke. Was? Wie viel kosten denn bei dir Heiltränke? Sag mal, hackt es bei dir? 1000 Gold für einen Heiltrank. Leute, ich kaufe mir 5 Heiltränke, aber dann war es auch, ey. Verpisst euch mit den Monsterpreisen hier. Aber immerhin, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld wieder. Mehr Geld. Und mehr Items, mehr Rüstung, mehr was weiß ich nicht was. Und wir machen hier das nächste Mal weiter. Während ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns hier das nächste Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.